Eines muss man den amerikanischen Statistikbehörden lassen, sie haben wirklich Humor, denn die gestern gemeldete Inflation war zu schön, um wirklich wahr zu sein, zu niedrig, um wirklich wahr zu sein, aber die Aktienmärkte an der Wall Street haben sich gesagt, wow, super, wir haben eine Abweichung nach unten, wenn auch um 0,1% bei der Inflation, also werden wir mal richtig nach oben laufen, 739 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gestern an der Wall Street hinzugekommen, vor allem Nebenwerte. Das, was am stärksten verprügelt wurde, das, was am meisten unter den höheren Zinsen gelitten hat, das ist gestern nach oben gegangen. Wir wollen uns das Gesamtbild mal anschauen und den Humor der amerikanischen Statistikbehörden in Sachen Inflation mal analysieren. Hier sehen wir der Russell 2000 zunächst mal 5,39% nach oben gegangen, Dow Jones etwas weniger, S&P knapp 2%. Ich glaube, weit über 90% gestern waren positiv der amerikanischen Aktien. Also Marktbreite könnte jetzt das Thema sein. Diejenigen, die am stärksten verprügelt wurden, dürften jetzt attraktiver werden in Relation zu denen, die den faktischen Bärenmarkt seit Anfang 2022 kaschiert haben, nämlich die Magnificent Seven, die zwar in Form von Tesla gestern deutlich zulegen konnten, aber die, oder nur Tesla deutlich zulegen konnte, die anderen jedoch weniger. Jetzt schauen wir uns mal diesen Humor, wie gesagt, genauer an. Wir haben ja hier diese leichte Abweichung nach unten. Was ist gestern passiert? Man hatte ja angekündigt, okay, seitens der Regierung und das Bureau of Labor Statistics, wir werden also die Krankenversicherungskosten neu berechnen, werden da eine neue Berechnungsmethode anlegen, denn bisher war es so, dass diese Krankenversicherungskosten über 30% gefallen waren, jeweils zum Vormonat, was sich mit den Erfahrungen der Amerikaner nicht wirklich deckt. Die sagen, ungefähr um 30% gestiegen in den letzten zwei Jahren. Wir haben also jetzt dann aber eine seltsame Änderung gesehen, nicht die Änderung, die eigentlich zu erwarten war, nämlich die Frage, ja, was sind denn faktisch jetzt die gestiegenen Kosten in Sachen Krankenversicherung für die Amerikaner? Nein, was hat man gemacht? Man hat geguckt, wie sind die Profite der Krankenversicherungsunternehmen, wie haben die sich verändert? Und siehe da, die sind gefallen, weil die Krankenversicherer höhere Kosten haben. Also hat man hier minus 34% mal angenommen. Das Ganze hat dazu geführt, dass 0,18% von der Inflation abgezogen wurden. Wir waren ja bei 0,0, erwartet 0,1. Wenn man jetzt diese 0,18 auf die 0,0 dazu rechnet, dann wäre das gerundet 0,2%. Die Inflation wäre also höher gewesen ohne diese minus 34% Krankenversicherungsersparnisse angeblich und damit über der Erwartung der Märkte. Und wie gesagt, es ist so, dass faktisch die Amerikaner etwa durchschnittlich 16-17% pro Jahr an höheren Kosten für die Krankenversicherung haben. Und wenn man sich die Frage stellt, naja, wir haben es doch hier mit Inflationsdaten zu tun, mithin den US-Verbraucherpreisen, dann kann man die Frage stellen, was haben die Profite von Konzernen mit den Verbraucherpreisen zu tun? Relevant ist doch das, was die Verbraucher an Preisen haben, also ihre Krankenversicherungskosten, nicht die Profite der Krankenversicherungsunternehmen, aber nun ja, das ist der Humor jedenfalls. So hat die ganze Masche funktioniert, deswegen waren wir niedriger. Das gilt auch für die Kernrate, by the way, weil diese ganzen Geschichten eben auch in der Kernrate enthalten sind. Also sahen wir eine gigantische Rallye und zwar in Aktien und Bonds, die Renditen ja gefallen, daher die Anleihekurse gestiegen. Und wir haben auch den größten Move beim Dollar gesehen, Euro-Dollar plus 1,7%. Und das angesichts der sehr wahrscheinlichen Tatsache, dass die EZB schon bald die Zinsen senken muss, während die Fed da wahrscheinlich deutlich länger noch brauchen wird. Jetzt sind die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinsanhebung im Dezember auf 0% gefallen, von vorher 14%. Und wir sind jetzt praktisch 10% im S&P 500 nach oben gegangen. Ich glaube, der Nasdaq über 12% seit dem 27. Oktober nach oben gegangen, weil man sich sagt, hey super, Zinsanhebungen der Fed sind vorbei, Inflation ist vorbei. Jetzt haben wir hier mal die letzten Hiking Cycles durch die Fed. Von 14 Zinsanhebungsphasen wurde nur dreimal eine Rezession vermieden.
Wir haben jetzt sozusagen den Sweet Spot, vielleicht zwischen der bereits geschehenen letzten Zinsanhebung und der ersten Zinssenkung durch die Fed, die ja dann Gründe hat. Normalerweise fallen dann die Märkte und steigen nicht. Und das sehen wir hier. Was passiert nach der letzten Zinsanhebung? Das ist eine sehr wichtige Grafik. Normalerweise geht es nach oben, wenn keine Rezession kommt. Meistens wird nur dieser Chart gezeigt, nämlich der unten. Wenn aber eine Rezession kommt, dann geht das insgesamt mit die Aktienmärkte nach oben. Wir sehen dann hier übrigens auch durchaus kräftige Erholungen dann auch zwischendurch oben in diesem Chart. Aber nicht auf Dauer. Auch die Inflation dürfte nicht besiegt sein, wie Michael Serve anhand von einigen Indikatoren hier zeigt, die bisher sehr, sehr gut eine Früherkennung der Inflation gezeigt haben. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen runterkommen und dann werden wir Anfang 2024 wieder bei 3,5% sein, also höher jetzt sein. Höher sein als jetzt. Aber wie gesagt, das ist eben das, was gestern passiert ist. Massive Rallye für globale Bonds, einer der stärksten Rallyes der letzten Jahre. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite bei 4,44%, hat seine Aufwärtstrendlinie mal verlässt. Mal sehen, was da passiert. Und wie gesagt, jetzt schon erste Zinssenkungsbepreisungen für Mai 2024. Und noch nie war es ein solcher Konsens unter befragten Portfolioverwaltern, wie jetzt, dass wir niedrigere Rates sehen werden, ob damit die Leitzinsen oder die Kapitalmarktzinsen gemeint sind, weiß ich nicht genau, vielleicht beides. Wir sehen gestern oder insgesamt Call Volumes beim Russell 2000, der ja so schwach war im Gegensatz vor allem zu den Big Tech Aktien, der negativ war lange in diesem Jahr. Jetzt neuer Allzeithoch, was das Call Volumen betrifft. Gestern, wie gesagt, 5,39% nach oben. Hier sehen wir aber, dass der Index noch weit von seinen Höchstständen der Fall ist und wie dramatisch dieser Bärenmarkt jetzt war seit 2022, also seit die Fed die Zinsen angehoben hat, respektive Anfang Januar angedroht hat, sie anzuheben, im März dann zur Tat Schritt. Das sehen wir hier mal, der Vergleich zwischen neun Hochs und neun Tiefs. Und wir sehen diese Phase hier rechts im Chart eingekasselt. Das ist länger gewesen sogar als in der Finanzkrise, wenngleich die absoluten Spitzen der Finanzkrise nicht erreicht wurden. Aber wir sehen, wie breit im Grunde die meisten Aktien neue Tiefs erreicht haben im Vergleich zu neuen Hochs. Und jetzt könnte es eben insofern einen mentalen Gamechanger geben, als man sagt, naja, wir haben bisher die Magnificent Seven nach oben getrieben, jetzt kaufen wir doch mal das andere, was bisher nicht so gut gelaufen ist. Und was wir jetzt sehen, fühlt sich natürlich ganz toll an. Für die Bullen aber ist durchaus ein ähnliches Muster, wie wir es im März 2022 gesehen haben. Da sind wir auch nochmal 11% gestiegen. Und jetzt haben wir wieder ein solches Muster. Da waren wir vorher auch deutlich gefallen. Dann kommt dieser massive Anstieg. Also die Frage, wie geht es hier weiter? Rechts sehen Sie unten massiv überkauft. Jetzt so wie damals in etwa. Wir haben negative Divergenzen, aber Aktien werden ab jetzt nur noch steigen, ganz sicher. Das zeigt auch der McLaren Oscillator mit negativen Divergenzen. Rechts sehen wir, dass wir normalerweise so Mitte November eigentlich hier zumindest einen Rücksetzer haben. Der ist bisher nicht gekommen und keiner rechnet mehr damit. Put-Call-Ratio auf Indizes, auf den S&P 500, das sehen wir, oder auf den Index S&P 500, deutlich gefallen, während der Index nach oben gegangen sind. Wer braucht schon Absicherungen? Das fragen sich auch die Hedgefonds, die gestern auf die Mütze bekommen haben, insofern als ihre Long-Positionen deutlich weniger gestiegen sind, als ihre Short-Positionierungen eben auch gestiegen sind. Das heißt, sie haben mit Longs zwar Geld verdient, aber viel weniger als mit ihren Short-Positionen verloren. Das war richtig schmerzhaft für die Hedgefonds und der S&P 500 ist jetzt nur noch 2,5% von seinem bisherigen Jahreshoch entfernt. Und aber weniger als 50% der Aktien, und das zeigt dieses Ding mit der Marktbreite, was ich vorhin meinte, dass das natürlich jetzt zu einem Shift führen kann, wenn die Leute sagen, ja siehst du, also Zinsanhebung ist jetzt vorbei, dass eben dann praktisch das gekauft wird, was vorher verprügelt wurde, während Tech ja schon immens teuer ist, in jeder Hinsicht teuer ist. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt weniger als 50% der Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Als wir im Juli auf diesem Hoch waren, waren es mehr als 70%. Heute wichtige Daten,
Die Erzeugerpreise, das wird wichtig und vor allem die Einzelhandelsumsätze. Wie schaut es denn jetzt aus um die Konjunktur? Soft Landing oder nicht? Also vor allem Erzeugerpreise und noch wichtiger wahrscheinlich die Einzelhandelsumsätze, dazu noch New York Empire State Index, alles 14:30 reinschauen bei finanzmarktwelt.de. Erstaunlich gestern, dass Bitcoin gefallen ist. Wir haben jetzt die am negativsten oder die negativste Korrelation zwischen Bitcoin und den Aktienmärkten, die ja normalerweise, naja, kann man sagen, schon ziemlich Ähnlichkeiten aufweisen. Bitcoin oft ein Frühindikator, jedenfalls sehen wir gestern deutlich gefallen. Wir sehen ein All-Time-High on Bitcoin Options Open Interest, also wahnsinnig viel mit Optionen gearbeitet. Mal sehen, wie sich Bitcoin entwickeln wird heute. Es sieht so aus, als würde der Government Shutdown vermieden werden. Das Abgeordnetenhaus hat eine Stopgap Funding Bill verabschiedet. Das Ganze muss jetzt noch durch den Senat. Man hat offenkundig jetzt die ganze Geschichte in zwei Dinge gespalten. Einmal Auslaufzeit 19. Januar und dann ein anderes Paket Auslaufzeit 2. Februar. Dann wird das Ganze wieder neu verhandelt und die Amerikaner nehmen noch mehr Schulden auf. Das ist sozusagen das alte Muster, das wir hier sehen. Wir haben frische Daten aus China. Property Slump deepens. Wir sehen also hier zum Beispiel neue Baubeginne von Häusern oder auch Fertigstellungen von Häusern in dieser Grafik deutlich rückläufig in letzter Zeit. Auch eher enttäuschende Anlageinvestitionen heute. Industrieproduktion war etwas besser als erwartet. Wir sehen dann auch vor allem die Einzelhandelsumsätze besser als erwartet. Okay. Die Chinesen konsumieren wie Sau, oder? Die Daten geben es nicht so her aus den Einkaufsmanager-Indizes etc., aber sei es drum. Wir haben heute ja dieses Meeting Biden mit Xi Jinping. Es wird um Militärfragen gehen, wieder Kontakte zwischen den Militärs, die wurden zwischenzeitlich abgebrochen. Dann diese Droge Fentanyl, die Hunderttausende von Amerikanern dahin raffte. Dann die Frage künstliche Intelligenz. Hier unten sehen wir mal eine Aufstellung der Besuche von Xi Jinping in den USA. Relativ selten, das wird wichtig heute werden, auch mental. Und wir haben neueste Zahlen aus Japan bekommen. BIP minus 0,5%, erwartet nur minus 0,1%. Und hier sagte Diego Fastnacht zu Recht, also selbst mit einer ultra lockeren Geldpolitik kriegt das höchstverschuldete Land kein Wachstum mehr hin. Das zeigt sich, wie verheerend die geldpolitischen Experimente in Japan wirken, und das ist wahrscheinlich erst der Anfang. Du kriegst also durch eine künstliche Stimulierung der Wirtschaft, künstliche Stimulierung immer wieder, du riskierst praktisch die Liraisierung deiner Währung. Egal, du machst einfach weiter und es hilft nichts, du wächst trotzdem nicht. Das sollte zu denken geben, ebenso wie die Tatsache, dass Siemens Energy, wie es hier heißt, Unternehmen und Banken hätten den rettenden Krediten nicht gegeben. Deswegen haben wir ja den Sozialismus, solange man das Geld der anderen ausgeben kann, sprich der Steuerzahler, der Staat rettet, weil man braucht Siemens Energy wegen die Windkraft und so weiter. Das ist insofern Sozialismus, anders als bei St. Martin, wie Harald Schmidt mal gesagt hat. St. Martin war kein Linker, denn er hat ja den eigenen Mantel geteilt. Die Linken verteilen immer das Geld der anderen. Und stellen sich immer die Frage, wie können wir verteilen, statt sich die Frage zu stellen, naja, wie kriegen wir das rein, was wir dann verteilen können? Das ist sozusagen das Unverständnis aus meiner Sicht der linksen Position. Und wir haben ja jetzt eine wunderbare linke Planwirtschaft. Die Fed hat fertig, das große Comeback globaler Anleihen. Was da passiert ist gestern? Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, morgen 19 Uhr. Mit dem André Stager und Jens Czarnowski über Aktienmärkte, Inflation, Zinsen, die weiteren Perspektiven auch schon mit Blick auf das Jahr 2024. Also da registrieren diese Artikelempfehlung und 14:30 reinschauen wegen den Daten. Das könnte nochmal spannend werden. Ich sage Servus, ciao.